In diesem Video erfährst du heute alles über den Verkaufsaufwand. Das heißt, wir besprechen, welchen Aufwand du hast, worauf du dich einstellen musst und was dabei wichtig ist. Und wenn du dranbleibst, dann gebe ich dir zum Schluss noch einen sehr coolen Tipp, den viele gerne übersehen. Verkaufsaufwand wird gern unterschätzt. Es ist ja so, wenn du eine Immobilie verkaufen möchtest, in der Regel machst du es beim Portal, das heißt, du stellst bei ImmoScout ein, in der Regel ImmoWelt, ImmoNet, einer der großen Portale. Dabei sind viele Sachen dabei wichtig. Du musst also einmal, das Wichtigste ist, du musst deinen Markt kennen. Die Analyse des Marktes ist natürlich das A und O. Du musst wissen, wie sieht der Markt aus, was ist momentan gefragt, was kann ich verlangen und was ist auch der Verkaufspreis oder der Erlös, den ich halt dabei annehmen kann. Was ist meine Zielgruppe, was ist die Bestimmung des Objektes und letztendlich, was ist mein Verkaufspreis? Im Übrigen, Verkaufspreis gibt es zwei Taktiken. Entweder du sagst, ich mache einen Stellenverkauf und habe entweder nicht den Ertrag oder nicht unbedingt den vollen Ertrag. Oder ich mache den vollen Ertrag, also ich versuche so viel möglich zu erzielen. Dadurch habe ich natürlich einen Long-Term, ich habe damit einen langen Verkaufscycle dabei. Das beides lässt sich schlecht vereinbaren. In der Regel entscheide ich mich dann für eins von den beiden. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Dann ist ganz wichtig dabei, du musst das Objekt beschreiben. Die Beschaffung der Liegenschaft, das heißt, du brauchst einen Lageplan. Aktuell, in der Regel hast du ja einen alten, vielleicht 20, 30 Jahre alt, der wird sich geändert haben, der wird nicht mehr passen. Natürlich alle Unterlagen, die ich dir nenne, muss natürlich digital haben. Es ist so, sowohl die Bank als auch die ganzen Ämter brauchen alles natürlich per PDF am besten oder per JPEGs, damit man halt direkt die Sachen per E-Mail schicken kann. Aktuelle Bauzeichnungen, ganz wichtig, auch in guten Auflösungen, wieder digital. Grundbuchauszug, unbedingt einen aktuellen ziehen. Oft hat man ja einen vom Kauf damals, der ist in der Regel auch nicht mehr aktuell. Das heißt also einmal, man sagt immer Grundbuchauszug neueren Datums, damit meint man in der Regel 6 bis 8 Wochen alt, muss immer dabei sein, ganz wichtig dabei. Dann ist da ganz wichtig, Energieausweis. Energieausweis ist auch ganz wichtig, dass du ihn dabei hast. Wenn dir die Angabe zum Energieausweis fehlen, gibt es eine Abmahnfalle. Es gibt viele Rechtsanwaltskanzleien, die nur Anzeigen durchsuchen, wo die halt diesen fehlen oder die Angaben fehlen und nicht darauf abmahnen. Ich glaube, es kann bis zu 10.000 Euro Strafe darauf geben. Sehr unangenehm, wenn du es vergisst. Von daher ganz wichtig, Energieausweis unbedingt beantragen, besorgen, macht ein Architekt. Ganz wichtig noch zu wissen, viele wissen nicht, dass der Eigentümer für die Angaben des Energieausweises haftet. Das heißt, wenn du jetzt jemanden beauftragst, einen Dienstleister, und er macht dir einen und die Daten passen nicht ganz, kann es sein, dass du nachher als Eigentümer trotzdem für die Beschaffenheit oder für die Angabe im Ausweis haftest, obwohl du die gar nicht erstellt hast. Also daher gerne hingucken. Energieausweis ist auf jeden Fall so ein Klassiker. Da gibt es oft, und wenn es dann Ärger gibt, richtig Ärger. Wo es noch Ärger gibt, zweites Thema dabei, Wohnfläche. Wohnflächenberechnung, es gibt ja mehrere Normen, die sich geändert haben in den Laufe der Zeiten. Die Dachschrägen sind teilweise anders gemacht worden. Terrassen, Balkone werden anders berechnet im Laufe der Zeit. Daher ganz gut, wenn du eine Wohnflächenberechnung hast, am besten auch wieder von einem Architekten oder ähnliches, also irgendetwas, was auf jeden Fall nach aktuellen Norm alles nochmal genau ausrechnet, welche Quadratmeterzahl du hast. Sollte sich da was ändern, kann das auch unangenehm werden. Eventuell gibt es dann Nachforderungen, eventuell Rückabwicklungswünsche des Käufers. Daher wäre auch ganz wichtig, hol dir die richtigen Angaben daraus und gib die richtigen Werte an. Dann kommen wir zu den Fotos. Fotos ist sehr, sehr wichtig, ist auch sehr cool, weil man halt im Gegensatz zu früher, zu den Online-Anzeigen, halt sehr viele Fotos reinstellen kann. Aber bitte nicht mit dem Handy machen, bitte nicht irgendwie aus der Hand geknipst oder sowas. Wenigstens eine vernünftige Kamera dazu nehmen. Stative sind nicht teuer, machen aber total gutes Bild. Schwierig wird es oft mit kleinen Bädern, Gästewitz oder sowas, die meistens ein Quadratmeter groß sind. Da vernünftige Fotos zu machen, ist sehr schwierig. Da braucht man Weitwinkelobjektive für. Kann man sich auch in Fotogeschäften ausleihen. Aber ganz wichtig ist dabei, das ist der erste Eindruck. Es ist ja so, der Suchende findet ja dein Listing irgendwo bei ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet, da irgendein Portal. Und was sieht er als erstes? Die Fotos. Der Text wird erst später gelesen. Das heißt also, diese Fotos müssen catchen, die müssen auf jeden Fall passen, die müssen dann ansprechen dabei. Du musst jetzt nicht der Profi sein in Photoshop-Bearbeitung und ähnliches dabei, wobei auch da will ich vorsichtig sein, man kann natürlich ein bisschen retuschieren, aber man sollte auch da seine Grenzen kennen, verändern ist nicht gut.
Schöner machen ist in Ordnung. Aber daher halt, wie gesagt, es ist dein erster Eindruck. Und was wir halt immer sagen, versuche möglichst viel in deinen Trichter reinzukriegen. Das heißt, möglichst viele Leute anzusprechen. Und das ist halt mit schönen, passenden Fotos, die das Objekt in ein schönes Licht drücken. Vielleicht achtest du darauf, dass du es nicht beim Regen machst, sondern vielleicht bei schönen Sonnenschein, die Außenaufnahmen, Innenaufnahmen gut ausgeleuchtet, persönliche Sachen vielleicht wegtun, vorher natürlich alles aufgeräumt, Betten gemacht, Klodeckel immer zu, ist der Klassiker, den gerne auch vergessen wird. Also da einfach, dass es einfach stimmig aussieht, das Ganze halt rund ist, sag ich mal. Das Exposé ist sehr wichtig. Wie gesagt, das ist ja eigentlich das, wonach die Leute sich entscheiden, komme ich auf dich zu oder nicht. Da ist es für uns am besten, oder die beste Idee ist dabei, du guckst, was ist deine Zielgruppe? Für wen ist das Objekt geeignet? Wer ist also ein zukünftiger Käufer? Und genau für die Zielgruppe textest du auch deinen Text. Das heißt, ganz wichtig ist die Überschrift, diese Headline. Das ist ja das, was man erstens sieht und das erste Foto. Dass du das schon direkt richtig ansprichst, zum Beispiel sagst hier für Familien oder für Studenten, also dass du da dein Konzept schon direkt hast und die richtigen Leute ansprichst, damit direkt schon sofort die richtigen Leute auch angesprochen werden und von deinem Text und von deinem Bild gecatcht werden dabei. Das Startbild oder das erste Bild ist immer das schönste Bild, was du hast. Das ist dann vielleicht das große, schöne Tageslichtbad, der große, weiß nicht, Wohnzimmer, wenn das vielleicht viel zu groß ist oder luftig ist, vielleicht eine schöne Terrasse. Also das Highlight, was dazu gehört. Und das natürlich stimmig mit deinem Text. Das heißt also, wenn du jetzt natürlich eine Familie suchst, ist vielleicht so ein schöner Garten dabei sehr spannend. Wenn du zum Beispiel Studenten suchst, ist vielleicht die Außenanlage nicht so interessant. Dann ist vielleicht ein geräumiges Zimmer vielleicht viel wichtiger oder eine gute Aufteilung. Also da musst du einfach gucken, was dein Konzept ist und das dementsprechend betonen dabei. Das wären so die ersten Tipps dabei. Und das, was du unbedingt beachten solltest, das Thema Energieausweis. Wie ich gerade schon gesagt habe, Energieausweis gibt es sehr, sehr empfindliche Strafen dafür. Mein Tipp ist es, solltest du keinen haben, solltest du unsicher sein. Man kann einfach sagen, der Energieausweis wird erstellt und liegt zur Besichtigung vor. Die Regelung sagt nämlich, dass du den spätestens bei der Besichtigung vorliegen haben musst. Das heißt, so hast du den, also ist mein persönlicher Tipp an dich, so hast du den Spagat zwischen schnell auf den Markt kommen und rechtssicher sein, sprich keine Abmahngefahr eingehen und nicht irgendwie Stress und Ärger irgendwie provozieren oder halt darauf eingehen, dass man das haben könnte. Daher, wie gesagt, mein Tipp ist, wenn du keinen hast oder unsicher bist mit dem Energieausweis, schreib einfach rein, dass er beantragt wurde und bis zur Besichtigung vorgelegt wird. Und dann bist du auf jeden Fall schon mal safe und hast auf jeden Fall nicht das Risiko, dass du abgemahnt werden willst.